Mann, 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 das waren ein paar harte Worte am Anfang. Hallo und willkommen zu meinem Review von The Ancient Magus Bride Episode 2. Es gibt ungefähr 3-4 Sachen, über die ich in diesem Review reden möchte. Erstens, Aenys Voss kann ein normales Gesicht haben, was mich positiv überrascht hat. Es ist zwar, wie er erklärt, ein bisschen Magie, was er verwendet, damit er ein normales Gesicht haben kann, aber es stellt sich für mich dann trotzdem die Frage auf, was für eine Vergangenheit er hat oder ob er dann früher vielleicht wirklich so aussah und dann erst später diesen Knochenkopf bekommen hat. Denn es wird einen Grund haben, warum er genau dieses Gesicht gewählt hat, warum er genau so aussieht. Es bedeutet zwar, dass das Gesicht ihm nicht so gut gefällt, aber ich finde, es passt ganz gut zu seinem allgemeinen Charakter. Und erinnert mich irgendwie ein bisschen an das Schöne und das Biest, so vom Aufbau her. Ich weiß nicht, ob man das damit bewirken wollte und ich hoffe aber nur, dass wir ihn in dieser Form auch weiters und öfters sehen werden, beziehungsweise dass sie vielleicht auch später sagt, dass er die ganze Zeit so rumlaufen soll. Weil persönlich für mich, wenn ich mich jetzt in ihre Lage versetzen würde und ich müsste so jemanden heiraten, dann würde ich schon irgendwie wollen, dass die Person mit einem normalen Gesicht rumläuft, weil so ist es einfach nur furchteinflößend. Welches Gesicht findet ihr besser? Lasst es mich wissen unten in den Kommentaren und wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr mir gerne noch ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Was das Ganze aber definitiv abrundet, sind diese ganzen, ich nenne es jetzt mal Chibi-Animationen, wo die Charaktere ein bisschen verniedlicht werden. Das nimmt die Ernsthaftigkeit vom Anime, bringt einen gewissen Comedy-Aspekt rein in ernsthafte Situationen und ist das, was den Anime für mich abrundet und worum ich ihn hoffentlich weiterschauen werde, sollte er sich zeitlich für mich ausgehen. Das andere, über was ich reden möchte, ist die Erklärung von Magie und Zauber und dessen Unterschied. Es wird nämlich erklärt von Valdey, dass der Unterschied zwischen Magie und Zauber der ist, dass man bei Zauber seine eigene Zauberkraft benutzt, um Sachen zu verändern, um Sachen neu zu ordnen. Aber dass bei Magie man auf andere Wesen zurückgreift und deren Kraft verwendet, um etwas Neues zu formen. Und ich finde die Erklärung relativ gut, weil persönlich für mich waren die beiden Begriffe eigentlich untereinander austauschbar und eigentlich ein und dasselbe. Und dass da in der Serie jetzt ein Unterschied gemacht wurde, finde ich eigentlich recht gut und eine gelungene Abwechslung, weil es ist mir so noch nicht untergekommen. Das ganze Training, was Schieße von Vali und ihrer Gehilfin Hugo bekommen hat, war auch recht interessant, weil da hatten wir wieder ein kleines Flashback zu ihrer Mutter, dass sie mit dieser eine Blumenwiese besucht hat. Und sie hat sich mit diesem Stein, wo sie versucht hat, den sie von Vali bekommen hat, ihre Lieblingsblume vorzustellen, doch hat dann eine komplette Blumenwiese unterbewusst erschaffen. Was Aenys Voss gar nicht gefallen hat und er hat sie sofort daraus rausgerissen. Und ich frage mich nur warum. Persönlich würde es mich freuen, wenn Vali noch eine weitere Rolle spielt und sie weiterhin trainiert. Denn sie bekommt ja von ihr, man könnte sagen, ein Standard-Equipment ausgehändigt, beziehungsweise hängt das wahrscheinlich auch mit dem Job zusammen, den Aenys Voss am Ende der Folge ausführen muss. Auf jeden Fall bekommt Chiesa dann einen Mantel aus Flügelfedern, einen Klatschkin-Hut und einen Gürtel. Was ich dann noch ganz kurz erwähnen möchte, ist die Unterhaltung zwischen Chiesa, Simon und Aenys Voss. Weil interessanterweise ist Simon ein Priester und er scheint ja irgendwas gegen Aenys Voss zu haben. Irgendwas scheint da nicht zu passen. Vielleicht stellt sich die Kirche gegen Magier auf. Oder kann sie nicht leiden, eben weil sie Magie anwenden können? Was eigentlich ganz gut zu dem kirchlichen Bild passen würde, weil Kirche und Hexen, da war einmal irgendwas. Und da ja der Ancient Magus Bride irgendwie in dieser Welt zu spielen scheint, kann ich mir das durchaus vorstellen. Er scheint ja nicht wirklich altertümlich zu sein, weil wir sehen ja auch durchaus einige moderne Sachen. Aber auch in diesem ernsthaften Gespräch war da noch wieder ein Comedy-Aspekt dabei, den ich persönlich wiederum echt lustig fand. Und es zum Teil, auch wenn ich es lustig finde und es eigentlich immer gut passend eingebaut wird, es für mich relativ schwer macht, das Ganze zu deuten und was ich genau davon halten soll. Und am Ende der Folge bekommen wir dann natürlich einen Cliffhanger, wo Chiesa von einem Drachen entführt wird, um in das Land der Drachen zu kommen. Na gut Leute, das war's mit dem Review. Danke fürs Ansehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch noch gerne einen Daumen nach oben da, sowie einen Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und sofort benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video rauskommt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.